Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo, liebe Herz, Seele, Ball, Freundinnen und Freunde. Zumindest habe ich jetzt einen Weg gefunden, damit die richtige Seite des Handys mit der einigermaßen funktionierenden Kamera diese Aufnahme macht. So, Martin, sieht zwar scheiße aus, aber das Bild ist vielleicht ein bisschen besser. Also das sieht ein bisschen doof aus hier mit dem Kabel, aber es kann natürlich auch Kunst sein. So, wir haben Montagabend, ich muss mich umwenden, 19 Uhr montags. Früher war immer zweite Liga irgendein Spiel oder sowas. Jetzt spielt, glaube ich, noch ein Drittligaverein heute. Ich weiß aber gar nicht welcher. Und so fußballverrückt bin ich dann auch nicht, dass ich dann noch Magenta TV mir anschaffe. Ich bin dann mal im Hier und Jetzt und beim Dienstag, also Stuttgart gegen Sparta Prag, Leverkusen gegen AC Mailand und Dortmund spielt gegen Celtic Glasgow. Das finde ich gut, weil der Bierumsatz in Deutschland geht ja rapide nach unten. Ihr wisst das, man liest das immer. Die Brauereien beschweren sich. Und wenn Glasgow nach Dortmund kommt, das sind bestimmt 7, 8, 10.000 Fans, dann trinken die so viel Bier, wie selbst ein Dortmunder es normalerweise nicht in einem halben Jahr schafft. Also das ist dann eine großartige Champions League-Auslosung. Dortmund wird gegen Celtic Glasgow gewinnen, sage ich mal voraus. Leverkusen gegen den AC Mailand halte ich für völlig offen. Ja. Und Stuttgart gegen Sparta Prag, ich glaube, dass die Stuttgarter sich da durchsetzen. So, das waren meine drei sehr, sehr mutigen, man könnte auch sagen unmutigen Tipps. So, und dann habe ich noch zu sagen, ich habe es gestern so ein bisschen angedeutet, Hoffenheim nach 3-0-Führung, 3-4, da wird der Trainer bald vielleicht doch in Frage gestellt, was mir leid tut persönlich, aber so ist es dann. Heute lese ich, dass schon ein Nachfolger parat steht, ein Kumpel von Jürgen Klopp, und der hat auch mal Schalke 04 trainiert und seine Tochter ist eine großartige ARD-Sportshow-Moderatorin, David Wagner. Ob es dazu kommt, weiß ich natürlich nicht, aber ich bin heute mal so frei und gehe den Gerüchten nach, die ich so im Laufe des Tages gelesen habe. So, das war's für den Montagabend, kurz, knapp und präzise. Und morgen, ja, warten wir die Champions League-Spiele ab. Und nochmal eine Einladung für Mittwoch, wer zufällig an der Ostsee ist, Heiligenhafen Hotel, Meeresrauschen oder so ähnlich. Direkt im Hafen, da haben wir am Mittwochabend eine Talkshow. Einfach mal vorbeikommen, wenn ihr Lust habt. Ja, kostet Eintritt, um ehrlich zu sein. Aber es ist eine großartige Veranstaltung. Lohnt sich, live dabei zu sein. So, ich sag dann tschüss, bis morgen. A few inches later. Halt, stopp, das auch noch. Die besseren Fußballspieler findet man manchmal, jedenfalls Kopfballspieler, im Publikum. Das hängen wir noch dran heute als Zugabe. Tschüss. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.